Okay, Leute, weiter geht's mit Zelda Spirit Tracks. Wir haben im letzten Part den ersten Tempel gemacht. Und jetzt will nochmal Zelda irgendwas von uns. Sollen wir aufbrechen? Achso, ja, natürlich. Na dann, auf geht's. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir hin müssen. Jupp, ne? Ich glaube, wir müssen wieder zu Cheyenne. Was war das jetzt wieder? Also diese ganzen Geräusche, ne? Was sind hier wieder Züge? Oh, ne. Ne. Also wir müssen es, glaube ich, wieder in diesen scheiß Tempel. Zum Glück, da meine ich. Und es heißt wieder, wir müssen ein bisschen länger fahren. Dann ist wieder dieser Hase. Ich kann mich gerade selber wieder nicht verstehen, weil dieser Sound so laut ist. Was hat es mit diesen Hasen auf sich? Das will ich jetzt wissen, ey. Creepy. Creepy, creepy. Ach ja. Irgendwie glaube ich, dass noch ganz viele Zelda-Let's Plays folgen werden, weil ich stehe richtig auf Zelda. Nur ich habe halt nicht wirklich viele Games. Was ich noch habe, ist diese scheiß Spinne. Ich habe noch Skyward Sword, aber das würde ich glaube ich niemals jetzt playen. Das ist, dieses Spiel ist einfach, es ist nichts für mich. Ich bin zu doof dafür, sagen wir es mal so. Dann gibt es halt noch meine Schwester Twilight Princess. Habe ich noch nie durchgespielt. Ich weiß auch gar nicht, worum es richtig handelt. Und ich weiß gar nicht, was es wenn dann dürfte. Und das Problem ist ja dann wieder wegen Emulator, ne? Nicht Emulator, ich meine, ist ja für Wii, ne? Was für Wii? Ja. Und muss ich ja wieder mit Grabber machen und unser Grabber, oder eher mein Grabber, na, es ist eigentlich unserer, der ist richtig behindert, nimmt mit einer richtig scheiß Qualität auf und unser Fernseher ist eh voll Schrott. Der hat immer so komische Krieseldinger da beim Bild und dann würde ich lieber, das nicht aufnehmen, anstatt mit so einer richtig scheiß schlechten Qualität. Also ich hoffe, ihr versteht das, ne? Natürlich müsst ihr das verstehen. Wenn nicht, dann seid ihr natürlich asozial und gemein. Und, ach, jetzt muss ich wieder auf diese, bewegen sich die Züge? Die bewegen sich irgendwie nicht. Hä, warum bewegen sie sich nicht? Das verstehe ich jetzt nicht so wirklich, ne? Aber okay, anscheinend sind sie stehen geblieben, haben keinen Bock auf uns. Okay. Was ist jetzt? Ach so. Ach so, natürlich. Was ist das denn jetzt für ein Ding? Es ist... Verarsch mich nicht. Verarsch mich nicht, nein. Phantomzüge oder wie? Das sieht aus wie Nono, dieser Staubsauger von den Teletubbies oder so. Das sind richtige Raketen. Was war das? Ich spüre eine finstere Präsenz. Wir sollten uns diesen Zügen fürs Erste besser nicht nähern. Hatte ich auch nicht vor. Scheiße. Zu spät. Fuck it. Okay, schon gut. Nein, ich möchte geradeaus. Ich dachte, der eine Zug kommt jetzt genau auf uns zu, aber die beiden müssen jetzt eigentlich voll quetschen. Oh, die machen. Hallo? Bitte Zug, fahr jetzt nicht zu uns. Ich muss ein bisschen langsamer fahren, sonst fährt dieser Zug uns richtig. Zug, könntest du bitte. Zug? Bitte verpiss dich. Zug? Zug? Hallo? Rückwärts fahren, fahr mal rückwärts, komm, fahr rückwärts, bam. Was soll ich denn machen? Alter, ich kann nicht vorbei. Sind wir jetzt tot? Habe ich uns umgebracht? Ja, wir sind, glaube ich, tot. Scheiße. Es tut mir leid, das wollte ich nicht. Mach mich nicht so fertig mit dieser traurigen Musik. Oh, fortsetzen. Wir sind wieder da am Turm. An dem... Wir sind schon wieder da. Oh, ich glaube, ich schneide, bis wir wieder an dieser Stelle sind. Ja, ich werde schneiden. So, okay, ich denke, jetzt schaffen wir das irgendwie. Was ist das da vorne eigentlich? Ist das irgendwie so ein Portal-Ding ist? Nicht Portal, also das haben wir doch auch gemacht. Das sind diese Flügel von der Eule, die wir erschaffen haben. Aber ich weiß es nicht. Ich glaube, wir sollten lieber nach oben gehen. Am Schloss vorbei. Das könnte wieder dieser böse Zug. Darauf habe ich echt keinen Bock. Ich möchte nicht nochmal irgendwie dagegen quetschen. Das war voll fies. Ich wusste ja nicht, dass der das macht. Manu. Oh ne, jetzt wissen wir halt, wir dürfen nicht dagegen quetschen. Yeah. Oh, Manu. Oh, da muss man ja denken und ich will nicht denken. Das ist so gemein. Ich habe heute genug gedacht in der Schule bei meinen 4 Stunden. Ja, habe ich. Finde ich jetzt nicht gerecht. Aber ja. Da ist wieder ein Hase. Hase. Hab dich. Hab dich. Du bist der Zweite, den ich gesehen habe. Was hat es mit denen auf sich? Das ist gruselig. Mann, die stalken mich. Es ist bestimmt immer der Gleiche. Oh mein Gott. Das glaube ich jetzt nicht, ne? Dieses Zugfahren regt mich langsam auf. Es ist noch am Anfang und es regt mich schon auf, ja? Und ich muss was trinken. Ja, ich möchte geradeaus.
Ja. Nein. Fuck, da kommt wieder so ein... Wartet mal. Fahr mal ganz kurz zurück. Fahr mal zurück, fahr mal zurück, fahr mal zurück. Ich will mal ganz kurz... Jetzt... Wisst ihr, was ich mache? Ich gehe hier... Ach, der fährt sogar vor mir. Okay. Dann geht das sogar. Wenn er vor mir fährt, dann geht das. Ich dachte, der will jetzt irgendwie keine Ahnung was machen. Puh. Ich dachte schon, der fährt jetzt hier irgendwie lang und keine Ahnung, was er macht. Also ist das natürlich in Ordnung. Ich erlaube das. Nur ich bin jetzt lieber ein bisschen vorsichtiger, weil ich habe keinen Bock, wieder den ganzen Weg zu fahren. Ihr versteht das, weil... Ja, es ist schon ziemlich nervig hier. Muss nicht sein, ne? Kannst du vielleicht ein bisschen schneller fahren? Hallo, Zug. Ein bisschen schneller oder so. Okay, darf ich nicht. Ich glaube, du hast echt eingeschlafen am Steuer, ne? Hallo! Ich wollte gerade Linie weg sagen, was ist ja Kirby. Ja. Vielleicht ist es ja auch Zelda, ich weiß ja nicht. Aber ich glaube nicht, dass sie das machen wird. Oh, wir sind da. Yay! Turm der Götter! Oh yeah. Also ich wusste gerade wirklich nicht, ob wir hier hin sollten, aber ich denke mal schon, ne? Jupp! Danke, Kirby. So, wir sind da und so. Dank euch erhält der Turm wieder Energie aus dem Waldtempel, Kinder. Der Turm hat nun einen Teil seiner Kraft zurückerhalten. Was? Zu welchem Tempel sollen wir als nächstes? Der nächste Tempel liegt im Schneetal auf dem Gipfel eines Berges. Schnee? Oh nee, ich habe keinen Bock mehr auf Schnee. Aber euch fehlt die passende Gleistafel. Dank der Energie aus dem Waldtempel könnt ihr weiter in den Turm vordringen. Dort findet ihr die Gleistafel, die euch zum nächsten Tempel führt. Wir müssen die Schneetafel finden. Verstanden. Machen wir uns auf den Weg, Kirby. Ja, ich muss ja, ich speichere sicherheitshalber. Natürlich. Ach, ist nicht schön hier. Ich nehme sogar auf. Super, ne? Ja, ja, ja. Und gleich habe ich wieder meinen Dave, hoffentlich. Wenn ich, dann bin ich traurig. Oh. Muss ich wieder die ganzen Dinger hier einsammeln, die Tropfen? Was ist los? Sieh mal, Kirby. Ja, was ist los? Hä? Guckst du noch nicht mal hin? Die Treppen, sie führen weiter nach oben als zuvor. Such mir die nächste Gleistafel. Was willst du jetzt von mir? Okay, wenn du das sagst, dann... was? Können wir weiter nach oben gehen? Ja, wir können weiter nach oben gehen. Warum? Ach so, weil der Turm... Ah, hat sich ja wieder darauf gesetzt. Die kleine, süße Torte. Was? Okay. Gehen wir müssen jetzt hier rein und suchen uns den nächsten Dave. Oh, die Musik. Ja, ich brauche mir den nächsten Dave. Sind wir schon auf der Karte. Es sind mehrere. Ich möchte bitte den ersten haben. Kommt noch ein dritter? Nein. Oh, ist das heiß. Muss ich wirklich wieder in so eine stickige Rüstung? Ja. Du bist wirklich streng. Wie lange ich es da drin aushalte? Du bist es gar nicht. Das ist Dave, Mann. Mach mich nicht traurig. Was ist das? Was bist du? Hallo? Dann nicht, okay. So, dich brauche ich mal. Ja, ach so. Fast vergessen, dass ich das machen kann. Hahaha. Nein, geh weg. Wehe, also wenn die gleich ein, dann bin ich ganz dolle traurig und so. Nein, geh weg. Du hast mich nicht gesehen. Nein, halt's Maul. Musik, geh weg. Ich bin hier nirgends. Ich will nur das Ding haben. Dankeschön. Du hast einen Lichttropfen erhalten, ja? Ja, ich brauche noch zwei Stück. Ach so, das sind Feuerviecher. Oh, wie nett. Schön. Warum seid ihr so fies zu mir? Ich habe euch doch gar nichts gemacht. Getan heißt das. Da unten ist eine Truhe gewesen. Hallo? Dave? Das ist gar nicht Dave, das ist Kirby. Kirby. Scheiße. Warum bist du da? Feuer, geh weg. Feuer, geh weg. Feuer, verpiss dich. Feuer, 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 Feuer. Bitte geh weg. Danke. Guck mal, ich hätte einen Lichtgeist-Tropfenvieh. Ja, den dritten. Jetzt kann ich es wieder machen. Die heilige Kraft der Tropfen stärken dein Schwert. Jetzt kannst du Phantome von hinten angreifen. Ah, das macht ja so viel Spaß. Das war ich nicht, das war ich nicht, das war ich nicht. Halt's Maul. Ich meine... Nein! Vorm Feuer. Los, Zelda, geh da rein. Macht dir Spaß, ne? Yeah! Hehehe, ich habe ein Phantom übernommen. Jetzt kann ich durch Feuer und Lava laufen. Ich helfe dir, an den Flammen vorbeizukommen. Ja, das merke ich. Lass mich vorbei. Würdest du mich auch mal vorbeilassen? Ja, dann lass mich doch vorbei. Ja, danke. Natürlich. Mann, bist du scheiße. War das ein Wuff? Dave kann
Wuffen wollte ich gerade sagen. Bane. Oh, ist ja toll. Hier ist eine Truhe. Warte, warte. Nein. Komm her. Was ist da drin? Du hast eine weiße Perlenkette. Oh, das brauche ich nicht. So, Dave, du kommst mit, ne? Natürlich, du bist doch mein kleiner Freund. So, Dave, am besten gehst du jetzt durch die Lava durch, obwohl... Ah, du armes Ding, ist war ziemlich heiß, weißt du das eigentlich? Und die Lava sieht ziemlich lustig aus. Und was bringt dir das? Was bringt dir das, wenn du durch die Lava gehst? In diesem Körper macht mir jetzt nichts aus. Kletter auf mein Schild, dazu musst du mich antippen. Um herunterzuspringen, tippe zweimal auf den Bildschirm. Achte darauf, dass du nur von einem erhöhten Ort aus aufsteigen kannst. Okay, warte mal. Das ist cool. Das ist echt cool. Yeah, wir sind ein was? Ein Team. Wir sind Best Friends und so. I like it. Und runter. Ja, und komm her, Kleiner. Oh, ich mag es. Teamwork ist toll, ne? Dave und nicht Zelda. Warte bitte. Ich warte. Ja, dann komm doch her. Ich wette, die hängt da fest. Hängt sie da fest? Warte, warte, warte. Du bist so doof. Warum? Ich meine, er. Sie. Nein, wenn sie dumm ist. Also, wenn er sie erst was Dummes macht, dann ist es natürlich Zelda. Und sonst ist es Dave. Alter. Alter. Jetzt geh da hoch. Jetzt mal ehrlich. Was ist denn los mit dir? Zu wenig geschlafen? Zu viel Erbsensuppe? Keine Ahnung. Danke, geht doch. Komm her jetzt. Alter, reg mich nicht auf, Dave. So, was ist denn los hier? Ich brauche ein bisschen hier Leben und so, weißt du? Okay. Komm mal mit. Ich habe dir noch gar nicht die Karte gezeigt, glaube ich. Hier, böses Monster. Ich, Dave. Herz. Das ist ein Herzchen. Ja. Das ist nicht toll. Okay. Komm mit. Und, okay, ich muss wieder auf dein Schild. Tut mir leid, aber... Geh da jetzt hin. Okay, wohin wollen wir? Was ist denn hier hinten? Okay. Müssen wir da hin? Okay, jetzt musst du das hier anpusten. Okay. Und dann... Passiert was? Ich weiß es nicht, aber okay. Dann wahrscheinlich müssen wir zu dem hier hin. Und dann muss ich auch dahin pusten. Weil da auch so ein... Ja, da ist auch so ein Ding. Okay. Ha! Ich hab's hinbekommen. Dam, dam, dam. Was ist denn hier unten noch so? Nein, ich wollte Dave nehmen. Dann ist eine Schatztruhe. Okay. Nein! 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 Warum? Boah, jetzt geh hier rauf. Nein! Danke. Warum hast du das nicht vorher gemacht? Was soll das? Ja, ich habe ganz viel Geld. So, ich möchte bitte wieder auf dein... Danke. So, jetzt gehen wir aber dahin. Mit dem ist es schneller. Warum macht dem eigentlich diese Lava nichts aus? Komm her, bitte. Bitte. Ah, du hast es diesmal geschafft. Wow, was für ein Wunder. Kommst du hier auch lang? Wow, was ist los? Okay, was ist hier unten? Oh, mein süßes kleines... Ding. Guck mal hier, wir sperren das jetzt ein. Okay, warte. Stell mich hier hin. Und Dave geht. Da. Hin. Nein! Da muss ich hier hin. Nein! So. Geh sterben, ey. Ach, das ist ein Schlüssel. Deswegen. So schwer war das jetzt gar nicht. Glaube ich. Hoffe ich. So. Kommst wieder mit, ne? Hast du gerade Pring Pring gemacht? Oh, bist du süß. Okay. Was ist denn hier noch so los? Hier ist auch wieder Lava. Ist da hinten irgendwas Tolles? Ja, ich warte doch, ey. Könntest du hier auch mal wieder da mir helfen? Sei mal nett. Sonst kriegst du dein Geld nicht. Dein Lohn, dein Gehalt, was weiß ich. Und es bringt mich da rüber, du Sklave. kurz dahin. Was ist denn da hinten noch so? Können wir da überhaupt lang? Nein, können wir nicht. Okay, warte, weißt du was? Vergiss es. Nein, du musst wieder hier lang. So, ich habe nichts gemacht. Das war alles irgendwie, keine Ahnung, es war Zelda. Zelda ist doof. Bist eher langsam.
Kommst du jetzt hier hoch? Kommst du hier hoch? Nein, natürlich nicht. Komm mal her. Alter, komm her. Mann, warum bist du so doof? Wir sind dummer Köter, jetzt mal ehrlich. Dankeschön, jetzt komm her. Ping. Okay, dich mag ich. Ja, es öffnet sich. Yeah. Zum Glück haben wir hier keine Zeit, also das beruhigt mich schon mal ein bisschen. Ich muss hier wieder runter. Oh mein Gott, nee, ne? Schubst mich nicht in die Lava. Bist du nicht ganz drin. Jetzt aber. Ich meine, er sieht nicht mal, wenn ich springe. Alter, jetzt geh da lang. Ach, ich bleib jetzt drauf. Okay, ich bleib drauf. Mann, das geht nicht. Schade. Würde ich es cool finden. Ja, genau. Mann, ich hätte gerade voll dein Schild in meiner Fresse. Ja, schlag mich dein Schwert, genau. Oh, nicht die Viecher, die von Kim Possible, bitte nicht. Ih, was ist das denn für ein fieses Monster? Wir müssen es gemeinsam bekämpfen, das haben wir keine Chance. Schnappen wir jetzt uns, Kirby. Ich wollte gerade sagen, auch mit dem Boomerang drauf, aber ich glaube, das wird nichts. Ja, mach nochmal was. Jetzt mach was, lenk es ab. Ja, greif es auf. Hallo? Ja. Alter, ach, wir verlieren dann beide Leben. Ja, schön, warum hat er eben nicht angegriffen? Alter, mach doch mal was. Zelda, du bist so scheiße. Komm, greif mich an. Ey, die macht gar nichts. Jetzt mach mal hin hier. Alter, verarsch mich nicht. Du wärst dann auch mal, wenn du nicht nur mich angreifst, sondern auch mal... Und dann greif mal... Nicht auf Dave drauf, Alter. Jetzt reicht's mir. Scheiß Vieh. Der dreht sich sofort um. Weißt du, greif mich noch mal an. Nein! Ach so. Sag mir das mal jemand, ey. Warum stirbst du nur so? Alter, wie lange brauchst du, um zu sterben? Ich dachte, wir machen das aber nur so. Er greift kurz Dave an. Und dann komme ich von hinten rein tot. Aber wir mussten ihn ja tausendmal treffen. Wusste ich nicht. Tut mir leid. Ja, ich entschuldige mich wirklich bei Dave und Zelda zusammen. Wir haben es geschafft. Zusammen müssen wir uns vor nichts und niemanden fürchten. Eigentlich müsste ich ihm dann eine bessere Stimme geben, aber da ja irgendwie Zeldas Seele da drin ist, bleibt einfach die Stimme. Ne, Dave, du! Alte Socke. Sei mal schneller. Du bist zu lahm. Das gefällt mir nicht. Okay, was ist hier los? Okay, what the fuck? Komm, ich töte dich damit. Ich glaube, damit kann ich nicht... Nicht die Dinger! Halt's Maul. Okay, was war's? Wir lassen es sein. Ich habe keinen Bock, die zu besiegen. Alles doch jetzt gut! Ich hab dir nichts getan! Ich verstehe doch schon. Ich verstehe es. Weißt du, was gut wäre, wenn... Nein, nicht den. Sondern einfach hier rüber gehen. Und das war's. Angreifen und dann war's das. Geh weg davon! Kann Zelda sterben? Kann Zelda sterben? Also ich weiß es ja nicht, ne? Ich hoffe mal nicht. Das wäre sonst ziemlich ärgerlich, du. Warte mal, geh mal kurz darüber. Kann ich auch mit rüber. Aber ich bin so klug! Hahaha. Okay, eigentlich nicht. Aber egal. Hey, von dieser Plattform aus kannst du auf mein Schild springen. Warum? Ach so! Ah, dann kann ich nämlich schlau sein und geh mal hier hin. Ja, oh, nicht wieder hängen bleiben, ist mir ehrlich, du nervst. Nein, ich hab Erzi erst lieb. Und jetzt können wir so hier hin. Und dann machen wir es einfach fertig. Nicht hängen bleiben. Können wir... Ja. Ah... Runter, runter. Greif's an. Ja, und das Ding explodiert auch einfach. Okay. Was hat es mir jetzt gebracht? Ich weiß es nicht so wirklich. Komm mit. Alles klar. Okay. Was machen wir denn jetzt? Okay, komm nochmal her. Ich dachte, dass... Oh Mann. Nein, du darfst nicht mit drauf. Hunde müssen unten bleiben. Hahaha.
Du reagierst sehr schnell, mein Freund. Das gefällt mir. Ich meine, bereithalten. Ne, wo ist er? Komm mal hergesprungen, bitte. Okay, hallo? Don't leave me alone, please, Sir. Lass mich runter. Oh, und tötet. Nein, ihn töten. Ihn! Mein Gott, so schwer. Krieg kein Geld. Krieg ich hier Geld? Nein, schade. Komm mit, ne? Ping, ping. Hier war aber nichts. Schade. Du bist schon wieder... Hä? Oh, ist klar. Verarsch mich nicht. Das ist ja... Mann. Das ist fies. Fiesheit. Stell ich mir bitte davor. Wenn du mal so freundlich wärst. Danke. Und komm her. Was ist hiermit? Keine Ahnung. Okay. Ja, genau. Mann, warum machst du das? Willst du mich umbringen? Bin ich ein schlechter Meister oder was? Ey, sag mir jetzt nicht das. Gehen wir zurück. Und schieb mich nicht mit. Danke. So. Stell dich bitte davor. Davor, habe ich gesagt. Davor. Das ist noch nicht davor da. So. Danke. Kommst du nochmal her? Wir machen es nochmal. So. Mann, ich dachte, ich muss einfach nur die scheiß Viecher besiegen, aber nein, unten bleiben. Du bist es immer wieder, ne? Ich wollte eigentlich, dass du raufspringst. Danke. So, und hier vorbei. Ach ja, macht das Spaß. Ne? Ich habe auch gerade irgendwie nicht wirklich viel zu erzählen. Was soll das auch geben? Schnell wieder vorbei. Wow, es war richtig schwierig. Ich hatte schon richtigen Angst-Dingens hier. Jetzt kann ich mal runter. Ich will runter von Dave. Oh Gott. Oh yeah, wir haben ein Rätsel gelöst. Du hast einen kleinen Schlüssel, bla bla bla. Finde ich schön. So. Come on. Ich stehe wieder davor. Dankeschön. Und nochmal. Nein, Dave. Geh vor dem Feuer. Und bitte nicht zu nah an mir ran. Da habe ich nämlich keinen Bock drauf. Ich dachte gerade, dieses Feuer erwischt mich, aber es ist ja nur... Komm her, Dave. Ah, okay. Freut mich, du Pinguin. So, jetzt kommen wir aber hier durch. Ah, guck mal, wie süß der da war. Ich weiß nicht, was ich laber. Es tut mir leid. Dave, komm schnell her. Dave! Danke. Sechster Stock. Oh, jetzt schon? Warum? No, aber Dave. Ich hab den nicht so lange bei mir. Ich muss ihn immer richtig auskosten, aber... Auskosten? Was ist das denn für ein Wort? Ich habe wieder meine normale Gestalt. Das heißt, die Gleistafel ist hier, Kirby. Und du nervst. Guck mal, was ich gefunden habe. Ist das meins? Du hast die Schneetafel erhalten. Oh, darauf freue ich mich schon irgendwie. Aber das Schnee... Es darf nicht zu viel Schnee sein. Aber vielleicht ist das ja cool. Gibt es wieder die Ayuki, nee, Anukis heißt die, ne? Die Strecke zum Schneetal ist wieder da. Hooray, Party! Das heißt, ich mache gleich den Part zu Ende, was? Ich werde gleich den Part beenden, wollte ich sagen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt ist Kirby wieder ganz allein mit der dummen Strulle. Mit der Stulle, wollte ich sagen. Dieses Geräusch, ey. Ich finde es aber irgendwie auch lustig. Na, guck mal, was wir haben. Oh, ihr habt die Schneetafel gefunden. Jetzt könnt ihr den Schneetempel vom Bösen befreien. Sucht den Lokomotorbin im Schneeschrein auf. Dann könnt ihr euch sagen, wie ihr zum Schneetempel gelangt. Moment! Keine Angst, ich schaff das schon. Nein, ich werde eine Part beenden. Okay. Ich werde immer sagen, guck mal unser Geld an, das ist cool, ne? Bis zum nächsten Part und ciao!